Search History Songs. Target GDR. Dann wird es so sein, dass Carsten Gringel nicht mehr so weit vorne platziert werden kann, wie er sich das wünscht. Und dann geht das alles hier in die Lausitz. Also, dann wäre das nämlich so. Dann ist Toni Heuer deutscher Meister. Und dann wäre Henny Bundesmann Vizemeister. Ne? Genau so ist es. So, jetzt gucken wir nochmal. So. Ja, 16:49 Uhr, das passt ja so ungefähr. Aber Leute, denkt dran, wir haben dann noch einmal ganz komplett ILP. Aus Armin Pfalz in der Mitte. Dann haben wir die 572 daneben, Hendrik Arendsen, Carsten Gringel, dann auf der rechten Seite in diesem Startwunder, in dem Trackline. Zweite Reihe, Thorsten Zimmermann und Michael Straub. Und ich bin begeistert von diesem Auto. Das ist ein Michael Straub so nicht überholen kannst, das hätte ich dir vorher sagen. So, und da sind es die letzten Meter und Armin Pfalz gewinnt. Hendrik Jan Arendsen fährt auf 2 und Michael Straub fährt auf Platz 3. So, und er macht Hendrik Bundesmann zum Meister und Vizemeister. Ist das zu glauben? Eieiei. So, Frank, er gehört dir. Armin, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Das war sensationell. Das war nicht nur ein Sieg, das war Schützenhilfe für den deutschen Vizemeister. Und das war also das letzte Rennen, das haben wir überhört. Oder? Nee, Frank, du hast richtig gehört. Aber dafür werden wir zu spannend. Jetzt haben wir den Sieg eingefahren. Das war der Vizemeister. Und ich denke, wir alle sind zufrieden hier, oder? Habe ich Gänsehaut. Das ist wirklich der Oberhammer, was hier passiert. Carsten Gringel ist aus seinem Auto. Und liebe Zuschauer, auch der Carsten Gringel hat einen Applaus verdient, oder? Ja, ich glaube schon. Mensch, da ist er bedient. Das ganze Jahr gekämpft. So, das ist natürlich ein tolles Bild. Eieiei. Was war das für ein Rennen? Tja, und so wollen wir den Armin Pfalz in Erinnerung behalten? Nee, das kann nicht das Ende gewesen sein. Niemals! Search History Songs. Target GDR.